du schon wach? Ja, woher denn? Der letzte Aquavit gestern Abend muss schlecht gewesen sein. Oder der vorletzte, oder der Vorvorletzte. Oder der Vorvorletzte. Prost, hör auf zu meckern, steh auf, wir müssen gleich Schiff machen. Sonst schmeißt uns der Scherf vom Boot, ehe wir überhaupt ausgefahren sind und er eingezogen ist. Aber er schmeißt uns nicht raus, wenn wir demnächst in Leipzig bei den Olympischen Spielen beziehungsweise in Rostock-Warnemünde eine Medaille holen. Los, Heide, komm, lass uns einen Schlag segeln, damit wir weiterkommen. In Aachen? Wo willst du denn in Aachen segeln? Du, ganz einfach, am Hange Weiher. Da bläst Wimpf 9 und aufwärts. Los, zack, zack. Na dann, Mann, toll. Also, Henning Scherf als Ritter wieder den tierischen Ernst, das wird ein Riesenspaß. Doch, ich kenne den Kerle. Ja? Der Mann misst 2,04 Meter über die ganze Länge. Der braucht für seine Beine ein extra Bett. Ja, also ich sehe das Bild schon vor mir, wenn Norbert Blüm den Henning brüderlich umarmen will. Das wird die reinste Nabelschau. Ja, oder verzeih mir die kleine Frivolität. Ein verbotener Blick unter die Gürtellinie. Also, im Bundesrat ist Henning der Größte. Stoiber würde sagen, der Längste, denn er ist davon überzeugt, er selber ist der Größte. Ja, gut. Ja, Heide, Bundesrat, das ist doch diese Logia Girga für die deutschen Stämme. Aber da hat es doch der Henning geschafft, als Chef des Vermittlungsausschusses alle Parteien unter einen Hut zu kriegen. Hut ist gut, wie jeder weiß. Ich liebe Hüte, da fühle ich mich frei. Aber bei Henning war das eher so eine Zwangsjacke, Küsschen hier und Küsschen da. Und wer nicht ja gesagt hat, hat noch ein Küsschen gekriegt. Dafür hätten wir uns mehr Zeit nehmen sollen, na gut. Aber du segelst doch jetzt schon jahrelang in dieser föderalistischen Männerriege mit. Deswegen heißt dein neuestes Buch ja wahrscheinlich auch Unter Männern. Ja, und jetzt wollt ihr im Bundesrat endlich anfangen, die Politik mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung zu bringen. Richtig, die Politik muss anders werden. Richtig, die Krankheitsvorsorge muss anders werden. Das Rentensystem muss anders werden. Das Steuersystem muss anders werden. Nur ändern darf sich nichts. Da sieht man eben den Unterschied zwischen dem Bundeskanzler und Herbert von Karajan. Und der wäre? Na, ganz einfach. Der Karajan hat ohne Hemmung jedes Streichorchester dirigiert. Also, der Schröder hat nun mal jetzt den Taktstock für die Partei aus der Hand gelegt. Ja, das war wohl eher ein Knüppel. Aber nun will er mit beiden freien Händen nur noch Kabinettstücke dirigieren. Der arme Kerl hat es doch schon so, so schwer. Ja. Das ist wahr. Warum? Wegen der Außenpolitik zum Beispiel, wegen dem Bush. Ja, aber wieso eigentlich der Bush? Denn der Schröder oder der Bush hat den Schröder doch beinahe vielleicht ganz normal wieder lieb. Na gut, einverstanden. Aber regieren muss er gegen die Opposition, richtig, gegen die Arbeitgeber, gegen die Gewerkschaften, gegen die Teile der eigenen Partei, gegen... Der besteht jede Vielseitigkeitsprüfung ohne Pferd. Ja. Ja, natürlich. Das ist ein echter Elitereiter. Er trainiert schon für 2006. Für die Bundestagswahl? Nein, für die Weltreiterspiele in Aachen. Ach so. Ja. Vielleicht segel ich da selber mit. Ein paar Freuden hat er aber jetzt schon. Hin und wieder guckt der Bundeskanzler Spiele der Bundesliga an. Na klaro, der will wissen, wie Ausländer sich in Deutschland so fühlen und wie die arbeiten. Aber er hat sich, das habe ich gehört. Er hat sich das Wunder von Bern angesehen und er hat ein paar Tränchen geweint. Ja, auch kein Wunder. Wäre der Gerhard Schröder vor Jahren als Amateurkicker Profi geworden, dann wäre uns vieles erspart geblieben.
Da hat es die Opposition schon leichter. In der Angela Merkel brennt doch so ein richtiges Feuer. Das war ja denn wohl eher ein Buschfeuer. Also in der Politik darf jeder mal auf dem falschen Fuß Hurra schreien. Hurra schreien, wir erst wieder, wenn unsere Jungs Europa- oder Weltmeister geworden sind. Dann wart mal ab, bis die Jungs das schaffen. Erstmal sind unsere Mädels Weltmeister geworden. Jetzt lass uns mal eine Wende machen. Aye, aye, Sir. Klar zur Wende. Reform. Oh, scheiße, nicht schon wieder Politik. Das hatten wir doch schon gerade. Wollten wir damit nicht aufhören? Ja, Reform. Vor allem, wer macht die schon und wer will die schon? In diesem Jahr haben wir 14 Wahlen am Hals. Ach, eigentlich macht Politik überhaupt keinen Spaß mehr. Guck dir doch nur den Jürgen Rüttgers an. Der macht ein Gesicht, als ob er schon längst Ministerpräsident wäre. Ja, und die arme Ulla Schmidt, der sich ja verboten haben, im Karneval aufzutreten. Und wir wollen fair sein, der Seehofer muss freiwillig verzichtet haben, aus dem gleichen Grund. Im Übrigen, die Ulla Schmidt ist ja zu bedauern, die sollte in einer Woche im Gesundheitswesen reparieren, was seit Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Ach, weißt du, was ich der Ulla sagen würde? Mädel, gräm dich nicht, viermal im Jahr, wenn die Leute löhnen müssen, denken sie an dich. Und das ist doch auch ein Preis wert. Richtig, genau. Sag mal, Heide, was heißt eigentlich Agenda 2010? Du, pass mal auf. Ja. Psst, nicht weiter sagen. Also, in 20 Jahren kriegst du nur noch die Hälfte von deinem Geld. Ach so. Und von 20 Euro bleiben dir nur noch die Hälfte. Ja, und wie ich den Laden kenne, geht die dann auch noch ans Finanzamt. Aber was ist nun mit eurer Steuerreform? Mit unserer? Ja. Na, ich kenne andere. Ja. 25%, 15%, 5%, 0%. Wer bietet weniger? Ja. Und deswegen hat ja die CSU Angst, dass der Merz sie damit in den April schickt. Ja, und deswegen machen wir das in Schleswig-Holstein ganz anders. Bei uns holen sich die Leute ihr Geld beim Finanzamt ab. Tolle Idee. Schleswig-Holstein als Steuerparadies. Und wo nehmt ihr die Kohle her? Du, das ist einfach. Wir überweisen alle Gehälter ans Finanzamt. Und dann irgendwann, also nach einem halben Jahr, überweist das Finanzamt den Rest wieder zurück an die Leute, die es kriegen sollen. Gute Idee. Aber das wäre auch eine gute Idee für Berlin. Denn da kommt ja nun durch diese Autobahnsteuer jede Menge Geld in den Bundesetat. Oh, schön wär's. Du vergisst die Maut- und Klauenseuche. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und da hat ja der Geheimrat Goethe auch damals so wunderschön geschrieben, über der Autobahn herrscht Ruhe. Von der Toll-Collect spürst auch du. Kaum einen Hauch. Stolpe sitzt auf der Halde. Warte nur. Balde. Trollt er sich auch. Nee, das geht nicht. Na. Das geht nicht, aber es war schön. Deutsche Lyrik ist doch unser kostbarster Pfand. Pfand? Der Trittin hat gesagt, das Flaschenpfand verstoße nicht gegen europäisches Recht. Aber verstoßen tut es trotzdem. Wogegen denn? Gegen den gesunden Menschenverstand. Aber, liebe Heide, zurück zum Geld. Müsst ihr denn von euren Beamten und Pensionären nun wirklich noch das Geld aus der Tasche ziehen und das Weihnachtsgeld kürzen? Sag mal, was hat eigentlich Norbert Blüm mit seinem Weihnachtsgeld gemacht? Der hat sich im Schlussverkauf einen Pullover gekauft. Und den Rest? Den hat ihm seine Frau dazugegeben. Tja. Naja, hätte der Norbert einen Mantel gewollt, hätte es auch ein Pulli von Henning Schärf getan. Und der lange Henning bekommt heute mit dem Ritter eine ernste und endlich vernünftige Aufgabe.
Oh, du, der ist ein liebenswürdiger Kollege. Souverän, liberal im norddeutschen Sinne. Sozial und tolerant und so gut aussehen. Mhm. Übrigens, er folgt seit langem fernöstlichen Gewohnheiten. Ja. Quing, quing, quang. Das habe ich auch gehört. Der schüttet täglich jede Menge heißes Wasser in sich hinein. Ja, ja. Ganz im Gegensatz zu unserem Ordenskanzler Konstantin von Heereband. Der trinkt seinen Korn eisgekühlt. Ja. Also, wenn ich den Tisch da so sehe, heißes Wasser, kühler Korn. Das gibt eine ganz schöne piwarme Mischung. Ja, allerdings. Für uns sehe ich da nicht geeignet. Heide, kühl ist der Norden. Warm unser Herz. Satirisch verborgen. Erfreut jeder Scherz. Des Lebens allerschönstes Kind. Ist der Humor, ganz hoch im Wind. Am End grüßt euch im Segelkleide. Der Armin. Und aus Kiel. Die Heide. Oche. Allah. Von der Kieler Förde in das karnevalistische Trainingsgewässer der Öcherpau. Unsere Ritterin Heide Simonis und unser Knappe des Ordens wieder den tierischen Ernst, Armin Halle. Und ich darf sagen, fit nicht nur für Rostock 2012, bitteschön, bleiben Verzeihung. Sie noch hier. Oh, Verzeihung. Fit nicht nur für Rostock 2012, sondern direkt für den America's Cup. Auf diese närrische Brassfahrt, auf Ritterin Heide und unseren knappen Armin. Ein dreimal kräftiges Oche! Alarm! Segeltörn! Alarm! Oche! Alarm!